Und, achso, wenn wir den Glauben nicht benutzen, dann egal. Umschalten. Machen wir jetzt auch. Wir spielen weiter. Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Civilization 5 mit Venedig. Ich muss sagen, der Chat ist, also ich habe wirklich die klügsten und attraktivsten Zuschauer. Gut, attraktiv ist jetzt eine reine Vermutung, aber klug sind sie auf jeden Fall, denn sie haben mir folgenden Tipp gegeben. Ich brauche ja Eisen für die Fregatten, deswegen nehmen wir uns auch 500 Gold demnächst und verbünden uns mit einem der Stadtstaaten, die Eisen haben. Da bötet sich zum Beispiel Lhasa oder Manila an. Die beiden haben aber jeweils nur zwei Eisen. Hier war noch jemand, genau, Malakka, mit denen sind wir schon besser verbündet, haben auch nur zwei Eisen, aber das Ding ist, ja, 50 Einfluss, das wird genau passen. 49 Einfluss von Portugal und 50 können wir uns erkaufen. Ja, dann hat Portugal ein weniger. Und das ist nicht nur Eisen, das ist auch noch Pelze und Schmuck und Salz. Das machen wir. Außerdem habe ich gesehen, dass wir hier oben dem Eisen jetzt schon sehr nahe kommen, aber auf dem Schritt dorthin, auf dem Weg dorthin, jetzt auch wieder Perlen bekommen. Das heißt, in der nächsten Runde, die jetzt beginnt, wird unser Kolosseum fertig sein. Offene Punkt. Grenzen, ja klar. Dann sind wir wieder im Plus, was die Zufriedenheit angeht. Das heißt, Kampfmalus mehr. Arme Fregatte, die wird es nicht überleben. Oh, vielleicht doch. Ah, die haben Buenos Aires. Buenos Arellana. Genau, wir sind im Plus, beziehungsweise auf Null. Es sollten wir eigentlich auf Wachstum vermeiden gehen überall. Das machen wir auch. Aber wir können das nur hier machen. Okay. Produktion wählen. Da nehmen wir ein Arbeitsboot. Dauert leider drei Runden. Ist okay. Fokus auf große Persönlichkeiten. Eine Runde, zwei Runden zur Grenzausdehnung. Das sieht gut aus. Irgendwas wollte ich noch machen. Genau, 500 Gold. Damit verbünden wir uns. Ja, komm, mit Malakka. Oder gibt es hier ein Land? Kathmandu ist es nicht. Singapur hat Singapur-Eisen. Nee, wir nehmen Malakka, weil. Luxusgüter. Geschenkt machen. Schauen wir mal, ob das noch stimmt. Ja. Und wir haben sie um eins ausgestochen. Bisher liegt ihr in Führung mit sechs Technologien. Oh, sehr gut. Dann sind wir mit ihm bald noch mehr verbündet. Sie möchten, dass die Religion, Ignatianismus, die vorherrschende Religion wird. Plus 14. Immer es mal früher gemacht. Einheit befördern. Okay, wir wissen, dass sie dann mal hier lieber offenes Gelände. Wir gehen hier ganz nonchalant rein. Warten hier aber ab. Nicht mit der Belagerungseinheit. Hier können wir Silber plündern. Das ist super nice. Genau, jetzt haben wir vier Eisen und können damit alle vier Galeassen upgraden. Das bedeutet, bleibt, geht in. Kommt hier hin. Du auch. Du, schon anders. Du kommst mit, dann seid ihr zusammen, dann passiert euch nichts. Der, die das Musketier, bleibt da. Wir bleiben hier, können wir hier angreifen. Nein! Doch nicht dahin gehen! Jetzt wirst du angegriffen. Ich hoffe mal, du überlebst diesen Fehltritt. Louvre vollendet! Louvre! Um 1180. Huch, da kommen sie aber mit allem, was sie haben, ne? Aber, so wie ich das sehe, überleben wir das locker und können plündern. Okay, locker ist anders. Nämlich gar nicht. Und Buenos Aires wird auch angegriffen. Na gut, aber wir können Buenos Aires vielleicht verteidigen. Mit Hilfe unserer überlegenen Marinestreitkräften, die später dazu kommen. Lhasa kämpft jetzt sogar noch für uns. Wann kam denn Lhasa dazu? Jetzt läuft's langsam, jetzt läuft's langsam. Wir sind wieder unglaublich zufrieden. Wir haben ein 600 Glauben für einen großen Propheten. Das war auch mal weniger.
Also von Mal zu Mal mehr, das ist klar. Irgendwas ist hier passiert. Unako benötigt Zeit. Salz, Uhr, okay. Wir können mit unserem Glauben was kaufen. Was können wir da Glauben kaufen? Missionar, Inquisitor. Brauchen wir Missionar? Bringt uns was? Also die Zulus können wir jetzt nicht mal von uns überzeugen. Und hier ist auch schon alles vergeben. Naja, Hauptsache unsere Städte sind mit unserer Religion voll. Nee, nee, dann brauchen wir auf jeden Fall einen großen Missionar. Nicht großen Missionar, einen großen Propheten demnächst wieder. Lhasa. Für Lhasa haben wir Salz. Genau, und jetzt bekommen wir Elfenbein und Eisen. Noch mehr Eisen, jetzt sind wir bei plus 8 Eisen. Dann können wir bald noch mehr Fregatten bauen. Lhasa hat Chaka den Krieg erklärt. Singapur ist auch cool mit uns. 61 Einfluss brauchen wir aber noch, um an das Porzellan zu kommen. 61 Einfluss. Ja, das wird nicht so schnell passieren. Der Armbrustschütze wurde zerstört, wie es zu erwarten war. Ja, komm, dann geh mal zurück. Dann hast du da unten nichts mehr verloren. Die Karawane zieht weiter ab nach Busan. Oder Jeonju. Oder Jeonju. Ja, da bekommen wir ein Goldstück mehr. Und du folgst hier auf Schritt und Tritt. Du gehst wieder zurück. Du kommst mit. Heilen. Heilen. Nächste Runde. Ob wir den ganzen annehmen, da müssen wir halt nur ein Auge drauf haben, dass wir mit unseren Stadtstaaten, mit unserer verbündeten Stadtstaaten, später keinen Streit bekommen, damit wir weiterhin unser Eisen behalten. Oh, nicht nur, dass wir Buenos Aires verlieren. Ja, aber es sieht ja sehr gut aus. Guck mal, minus 7. Und dafür verlieren sie immer eine Einheit. Da stehen wir schon gut da. Die stehen super da. Da brauchen wir uns gar keine Sorgen machen. Ja, für Fernangriff in Stellung gehen ist jetzt nicht die beste Ecke, um das zu machen. Aber lieber hier als gar nicht. Wir haben sie alle dort, wo wir sie haben wollen. Ihr beiden tauscht mal die Position. Und dann Roger von Lauria heißt unser großer General. Riga hat den Handelsweg geplündert. Der Arsch. Riga. Was? Dabei war mir das so gut. Okay, wir sind trotzdem noch mit Malakka verbündet. 98 von 60. Mensch, da stand doch irgendwas. Lhasa. Wir sind mit Lhasa nicht mehr verbündet. Wie niemand. Dann geben wir uns noch 250 Gold aus, um wieder mit ihm verbündet zu sein, um auch hier weiterhin Krieg führen zu können. Nächste Runde, in der wir das ganze Geld gerade ausgegeben haben. Perlen. Ja, aber warte mal. Luxusgüter. Perlen haben wir nämlich nur eins. Ich brauche zwar Geld, um mir diese Upgrades durchführen zu können, aber ich möchte dafür nicht wieder unzufrieden werden. Das sieht gut aus. Ja, ja, die bomben da eine Einheit nach der anderen weg. Sehr gut. Das war eine sehr gute Entscheidung, uns mit Buenos Aires zu verbünden. Navigation beendet. Super nice. Ich bin mal so dreist und gehe hier in den Dschungel. Vielleicht auch hier hin, dann können wir da, wobei, das ist Dschungelhügel, Dschungelhügel. Nö, blöd. Okay, dann können wir hier angreifen, wenn wir mit den beiden dann vom Norden kommen. Und soweit ich das sehe, ist da eh keine Einheit mehr. Forschung wählen, Technologiebaum öffnen. Ja, Kanone. Zurück mit dir, wo bist du? Vier Runden. Passt. Produktion wählen. Freibeuter, Stärke 25. Fregatte. Okay, dann machen wir einen Freibeuter. Angriff auf Küstenstädte, sehr gut. Okay, was braucht 160 Gold. Und wir benötigen eine Ressource Eisen. Die haben wir. Aber wie kommen wir denn mit an 160 Gold? Das dauert ja ewig, bis wir hier alles zusammen haben. Da, ja, verkaufen wir wieder das ein oder andere Luxusgut. Sag mal, haben wir nicht... Wie sieht es eigentlich aus mit Krieg gegen die Zulu? Nee. Diplomatie-Übersicht. 2000 Gold.
und keiner, ja. Dann verkaufen wir das euch auf jeden Fall. Perlen haben wir ja bald wieder. 240, sehr gut. Und zwar gleich, sofort, in zwei Runden. Die große Galeasse kann abgegradet werden, wird sie aber nicht. Wir nehmen die hier. Dann kann die hier abgegradet werden. Die hat einen, ja genau, die hat einen Bonus gegen Nahkampfeinheiten. Und ich würde fast sagen, wir verkaufen noch eine zweite Luxusressource. Pelze nämlich. Du hast aber kein Geld. Deswegen gehen wir nochmal nach Portugal. Nein, ich kriege ja die Hand. Handel? Like what? What? Hat das haben wir doch gerade eben gemacht. Das ist ein Bug. Oh, ich sollte mal abspeichern, fällt mir da auf. Das habe ich bisher noch nicht gemacht. Spiel speichern, speichern. Ja, ich weiß, mit den Handelsrouten, da sind wir nur bei der Hälfte, aber solange wir im Krieg sind, ihr seht ja, die werden geplündert ohne Ende. Elfenbein. Vom Elfenbein müssen wir eigentlich auch so viel haben, dass das kein Problem ist. Da hat demnächst wieder was zu bekommen. So, das bedeutet für dich, du kannst upgraded werden und in der nächsten Runde kannst du auch upgraded werden. Das sieht doch gut aus. Dann heilst du. Heil. Wieso kannst du nicht heilen? Jetzt kannst du heilen. Seltsam. Macht nichts. Hm. Verschanzen, verschanzen, verschanzen. Wahl in Buenos Aires manipuliert. Sehr gut. Dann sind wir weiter mit denen verbündet, ohne dass wir uns Sorgen machen müssen. Außerdem sind wir mit Malakka verbündet und mit Lhasa. Wir haben kein Geld, noch irgendwas anderes zu machen. Es läuft, es läuft. Die Konzentration lässt nach. Das stimmt. Wird Zeit, dass wir nach Buenos Aires gehen, um sie zu beschützen. Da müssen wir aber in zwei, drei Runden sein, das ist kein Problem. Um sie dann kurz vor knapp zu retten. Das schaffen wir auch. Also gegen die Galeassen haben wir, sind wir auf jeden Fall übelst gut dran. Ei, das ist blöd gelaufen hier. Sehr blöd. Aber wird schon. Buenos Aires verlangt nach einem Handelsweg. Hätte ich auch gern. Aber solange wir hier im Krieg sind, geht das halt nicht. Geht halt nicht. Ja, wir müssen hier uns halt vorbeischlängeln. Angreifen ist ja nicht. 160 Gold, das passt. Und ab mit euch. Jupp, jupp, jupp. Schön hier in Reihe und Glied. Hihi, Glied. ihr beiden kommen dann auch zur Party später. Wir könnten dich hier klauen. Machen wir aber nicht. Buenos Aires glauben, dass wir einen Handelsweg hätten gerne. Ja, Singapur-Quest abgebrochen ist okay. So. Nein. Riga, mit denen sind wir doch im Krieg, nicht wahr? Ich würde es wundern, wenn sie ihn nicht zerstörten. Aber vielleicht klappt es ja doch. Vielleicht klappt es ja doch. Verbotene Stadt von Maria vollendet. Ja, die hat sie uns weggeschnappt. Wir haben ja nicht mal angefangen, sie zu bauen. Von daher bleibt uns eigentlich anders übrig. Ja, wir müssen in Venedig eigentlich aufhören, Einheiten zu produzieren und uns wieder auf das konzentrieren, was wir können. Wir haben es überlebt. Sehr gut. Damit müssten wir eigentlich jetzt in sicheren Gefilden sein. Wenn wir uns wieder zurückziehen, dann bekommen wir dementsprechend die Möglichkeit, zur Kanone abzugraden. Wir gehen natürlich nach Seoul, seid ihr sicher, aber ja. Oh, und hier sind wir verschont worden, sehr gut. Und können ja angreifen, was das Zeug hat. Doppelt und dreifach. Ah, und mit euch können wir jetzt endlich mal genau gucken. Ja, sieht sicher aus. Mit euch können wir jetzt endlich auch Ozeane überqueren. Fregatte. Ja, ja, mach das mal. Nicht, dass der Himmel noch Schafe angreift.
kriegst sie nicht zerstört. Und ihn auch nicht. Naja, dann zerstör ihn mal so weit, wie es eben geht. Einer benötigt Befehle. Ja, bleib. Nächste Runde. Offene Grenzen. Ja klar, offene Grenzen. Portugiesischer Missionar. Jetzt konzentrieren Sie Ihr Feuer auf mich statt auf Buenos Aires. Das ist gut. Wir wollen Buenos Aires nämlich auf jeden Fall halten. Und werden das auch. Genau. In Zusammenarbeit mit Lhasa haben wir da ein Bollwerk, wogegen Sie auf keinen Fall ankommen können. Und ihn hier haben wir auch gerettet. Sehr gut. Ab nach Busan mit dir. Da bist du sicher. Und hier abermals angreifen. Aber nicht, wenn er nicht dabei ist. Hier auch angreifen. Du kommst mit. Du zerstörst ihn. Und Buenos Aires ist gerettet. Da können wir uns auch um die Impis hier kümmern. Und vielleicht sogar Bulawayo klar machen. Schauen wir mal. Hoppla, hier oben müssen wir doch jetzt eigentlich. Wo ist er hin? Er hat sich verzogen, der Arsch. Aber ich habe hier gesehen, dass ein Impi rumsteht. Den schnappen wir uns natürlich noch. Wenn das reicht. Aber das müsste auf jeden Fall reichen. So, wer wird hier angegriffen? Von wem werden wir vor allem angegriffen? Tja, wieso kann er zweimal angreifen? Hat er diesen Bonus? Ich sehe. Ah, von ihm hier, von der Galeasse, ich sehe es. Okay. Die bekommen aber nochmal von Lhasa 1 drauf, minus 41 und nochmal minus 41. Dann müssen wir in der Lage sein, ihm den Rest zu. Minus 19 Uhr. Den Rest zu geben. Diesen Abruschützen zerstören wir auch. Wir bekommen einen großen Schriftsteller, weil wir so unglaublich kultiviert sind. Ja, leider kommt er uns jetzt davon. Natürlich wird ein großes Werk erschaffen. Niemand hat das Recht, einer Frau gegenüber unhöflich zu sein. Nur weil sie unscheinbar ist. Genau wie niemand das Recht hat, sich ihr gegenüber Freiheiten herauszunehmen. Nur weil sie schön ist. Das nenne ich doch mal ein schlaues Zitat. Damit kann ich mehr anfangen als mit dem boshaften Weib vorhin. Murasaki Shikibu. Die Geschichte vom Prinzen Genji. Soll ich lesen? Ich glaube, das könnte mir gefallen. So, tatsächlich bekommen wir hier die Möglichkeit, ihn zu zerstören. Das wäre für ihn. Und für ihn sowieso. Dann kommt er noch dazu. Und gibt ihm den Rest. Hoffe ich doch. Nicht ganz. Ah doch. Jawohl, ja. Nee, doch nicht. Schade. Und dann stehen wir hier zu viert. Sehr gut. Hier ist auch alles zu. Passt. Geht klar. Frieden. Er will Monaco und Vancouver. Ich werde es nicht verstehen. Was denkt sich der Computer dabei? Kann doch nicht sein, dass er so schlecht programmiert ist, als dass er das nicht einsehen kann. Aber nun gut. Lassen wir ihn im Glauben. Das wird sich umso schneller ändern, wenn wir demnächst seine Stadt einnehmen. Und euch hier zerstören. Wie sieht's bei dir aus? One Hit. Dann hat er hier keine Fernkampfeinheiten mehr, die uns gefährlich werden könnten. Zumindest nicht kurzfristig. Sehr gut. Belagerungseinheiten hat das sowieso nicht. Das müsste Buenos Aires auf jeden Fall die Möglichkeit geben, jetzt jede Runde wieder mehr zu heilen, als einzustecken. Forschung wählen. Dünger für noch mehr Wachstum. Ah ja, wir können es uns schon leisten. Aber die Druckerpresse ist viel wichtiger. Forschungsabkommen. Nee, doch, ja. Augenkrieg sollten wir in die Forschung investieren. Wir sind wieder bei plus 100 Gold pro Runde. Das gerade mal mit der Hälfte unserer verfügbaren Handelswege und ohne goldenes Zeitalter. Irgendwas machen wir richtig. Ich kann es leider nicht benennen.
Hier, du wirst abgegradet und erholst dich soweit. Ihr bekommt weiter Bombardierung gegen Landeinheiten. Genauso wie du. Dann müsstest du eigentlich hier rüberschießen können. Kannst du auch. Du zerstörst ihn. Jeder, der sich hier ins Wasser traut, wird getötet. Kannst du heilen? Ja, das kannst du. Das ist schön. Wir trauen uns hier mal weiter Richtung Bulawayo. Denn bald werden wir hier mit allem stehen, was uns zur Verfügung steht. Was greifen wir jetzt an? Ihr seid alle fortified. Warum das denn? Auf sie mit Gebrüll. Aber mit dem großen Admiral, bitte. Ja, wenn diese Armee zerstört ist, dann wird auch nicht einsehen, dass wir einfach besser sind. Plus 101 Gold pro Runde. Wir spielen Venedig richtig. Chaka hat Frieden mit Malakka geschlossen. Okay, ich wusste gar nicht, dass sie im Krieg sind. Weil wir nicht mehr mit Malakka verbündet sind anscheinend. Das müssen wir ändern. Jetzt haben wir aber kein Gold mehr. Nun denn, heile Freibeuter. Mit denen können wir wunderbarst Städte einnehmen. Und... Guck mal, kannst du hier drüber schießen? Nee. Aber du kannst hier... Hätte man nicht machen sollen. Ja, bleib hier. Wo er die ganzen Einheiten her hat, ist mir ein Rätsel. Nun denn. Kommst du... Nee, warte, du kommst bis hier hin, dann gehst du hier. Hier. Das sieht doch gut aus. Du wartest mal, wobei... Kannst du schon eins bewegen? Ja, kannst du. Dann kommst du hier hin und dann haben wir mit allen vier die Möglichkeit anzugreifen. Gerne hier von weiter weg. Dann geh weiter rein. Kannst du noch eins bewegen? Naja, egal. Kommst mit und wen nehmen wir uns vor? Der, den da schon angeschlagen ist. Buenos Aires hat es überlebt. Wir müssen, wie gesagt, nächste Runde dann schauen, dass wir mit Malakka uns wieder verbünden mit 250 Gold. Luxusgut verbieten, Elfenbein, da bin ich dagegen. Da werde ich meine eine Stimme oder zwei Stimmen, nee, eine Stimme Hammer, auch dafür einsetzen, dass wir das Luxusgut auf jeden Fall erhalten. So, Künstlergilde. Wir brauchen das Opernhaus. Universität, Tempel, Ballen. Ja, wir müssen mal wieder hier was bauen, was uns voranbringt, ne? Eine Bank ist natürlich übelst nice. Ja, plus 25 Gold. Wobei mit der Werkstatt geht das schon schneller. Bauen wir die Werkstatt, dann sind wir schneller mit den anderen Gebäuden fertig. Da denken wir an die Zukunft. Perlen für 240. Wir haben keine Perlen, die wir verkaufen können. Doch, doppelt. Ja, jetzt werden wir es dir angezeigt, aber später ist es dann doch nicht so. Deswegen warten wir jetzt erstmal ab. Wenn wir tatsächlich genügend Perlen haben sollten, können wir die immer noch verkaufen. Aua. Das kannst du überleben, wenn du tapfer bist. Beiß die Zähne zusammen. Du hast einen Verteidigungsbonus. Naja, dann können wir mit unseren Schiffen hier rübergehen. Dann klappt das schon. Oh, du bist mich mal annähernd angeschlagen. Das passt schon. Ja, Buenos Aires kommt uns auch zu Hilfe. Ich glaube, irgendwann können wir Buenos Aires dann auch alleine lassen. Ich glaube, dass sie das schaffen werden. Geh hier runter. Du bekommst mit. Du bekommst. Was haben wir hier denn gewählt? Kampfstärke gegen Marineeinheiten. Da schau her. Ja, dann pflegt doch das. Dann pflegt das doch. Du zerstörst ihn. Hier kommen wir leider nicht mit anderen hin. Ja, da müssen wir hier nochmal einstecken. Das ist okay. Und dann hätte ich ihn gerne tot gesehen. Und das werden wir auch. Läuft gut, läuft gut. Ich weiß, es ist unglaublich, wo er diese riesen Armeen herzaubert. Nächste... vergessen Malakka. Uns mit Malakka zu verbinden. Nein, wir brauchen das Geld.
Warum ist immer mit denen nicht mehr cool? Und wie lange dauert es, bis die nächste Sozialpolitik da ist? Huch, wo kommt ihr denn her? Jetzt müssen wir hier noch einschalten. Ah, da. Sehr gut. Tötet sie. Was sind das schon für Einheiten? Impis, immer noch. Er hat den Ruf der Zeit nicht gehört. So, zurück gegen Landeinheiten natürlich. Und dann schaust du, dass du mir hier wegkommst, ohne zerstört zu werden. Wir bombardieren dich. Dann müsstest du eigentlich sterben. So ist es auch. Und dann hätte ich gerne ihn zerstört. Schaffen wir mit dir aber nicht. Aber mit dir, ne? Ah, nicht ganz. Was ist mit dir? Einnahmechancen bei versenken. 72%. Hm. Nahe großem General. Hm. Nee. Steh ihm mal zur Seite. Wer weiß, ob wir ihn noch brauchen. Ja, und greif ihn hier im Eck an. Alles gut. So, ich mache jetzt folgendes. Eine kleine Pause und dann werde ich aber vorher noch den Schnellkampf einstellen. Schneller Einzelspielerkampf. Wir haben keine Zeit mehr. Ogre Freibeuter, nächste Runde. Warum bin ich hier oben stehen geblieben? Das weiß nur ich selbst. Wir haben kein Elfenbein. Ja, wir behalten es. Oh, es scheint so, als ob wir tatsächlich Doppelperlen haben. Malakka. Ich habe schon wieder vergessen. Das mache ich jetzt. Und dann mache ich Pause. Ihr merkt schon, ich spiele lange. Druckabgasse, super nice. Ich spiele schon sehr lange. 3 Einfluss. Ist ja nix. Und dann schauen wir mal, ob wir tatsächlich genügend Perlen haben. Keine Luxusgüter über. Handel. Nee. Achso, sie mag nur keine Perlen. Hat noch jemand Geld? Sejong hat Geld. Nee, passt so. Okay. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und freue mich darauf, euch in der nächsten Folge begrüßen zu dürfen. Bis dann, euer Gunsan.